Herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Und was machen wir heute, Freunde? Was machen wir? Wir sind heute frohen Mutes. So, jetzt muss ich mich mal eben kurz orientieren. Wer bin ich? Wo bin ich? Alles klar. Alles ist gut. Ich glaube, heute Nacht hat eine Glocke geläutet. Das heißt, wir müssen nochmal jemanden abrippeln hier. Oh Mann, ey. Das ist aber auch immer grausig hier mit den alten Kadavern. Hey, der da aus. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Wir probieren mal kurz was aus, Freunde. So. So. Haben uns das auch gespart. Wir wollten ein bisschen Steine abbauen, um einfach mal ein bisschen massiv besser zu werden, was Steine angeht. Wir müssen Metallschrott finden. Der Pastor ist am Start. Also, es wird jetzt so ein bisschen abgefarmt hier. Was ist das hier? Kann ich das nicht einsammeln? Ich will das haben. Manno. Oder Sumpfsteine oder so. Gibt es hier nichts Cooles? Da ist irgendwie eine Höhle, ein Loch im Berg. Das kann ich noch nicht auseinanderbasteln. So. Ah, ich hoffe, der bleibt hier nirgendwo an den Steine hängen oder so. Und irgendwer findet dann meinen Leichenhaufen dann da unten irgendwo. So, guck mal hier, wir haben schon wieder ein bisschen. Ich wollte mal eben bei Technologies schauen. Primitive Forging. Wo ist denn, warte mal kurz. Theologie, Anatomie. Hier können wir dann Fett und Blut extrahieren. Das brauchen wir alles noch nicht. Da brauchen wir 30 rote und 10 blaue. Und ich habe nicht einen blauen. Wie kriege ich denn blau? Blau kriege ich wahrscheinlich erstmal, wenn ich angefangen habe hier mit der... Stein Transplanting Blueprint Place for the Apple Tree. Ah, okay, wir brauchen also jetzt hier für Grapes zum Beispiel. Da müssen wir aber noch besser werden. Das heißt, wir gehen erstmal auf Smithing. Und unlocken das. So. Haben wir das auch? Guck mal, da können wir nämlich auch bald Waffen und Rüstungen. Ach, Leute, dieses Spiel hat so viel, es kann so viel und es macht so viel. Wie geht's eigentlich unserem Hamp hier hinten? Was macht denn hier der feine Herr Hamp? Das ist ja schon noch nicht gut. Hm? Ah, duftet aber schon. So, hier können wir ein bisschen upcraften. Wollen wir jetzt aber nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Brunnen? Kann ich den abreißen? Nee. Und fette Steine, die ich irgendwie ablegen muss, habe ich auch noch nicht, ne? So, wir haben das, weder das noch dies. Stickies. Habe ich Stickies? Guck mal, habe ich die jetzt im Inventar? Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich kann im Haus... Okay, cool. Da kann ich dann auf das alles zugreifen. Das gefällt mir sehr gut. Aber es ist, das Leben ist ein Lernprozess, ein unerbitterlicher. Ich wollte gucken. Ich brauche Simple Iron Parts. Und die habe ich alle verballert und ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Und ohne Ofen kann ich auch keine Simple Iron Parts herstellen, oder was? Das heißt, hier ist irgendwie... Hör auf zu bimmeln, ich schmeiß die weg. Das sag ich dir jetzt schon. Da muss ich mal runter zum Schmied. Obwohl, ich begrab den mal. Ich kann das Fleisch noch nicht verkaufen, weil ich einen Stempel brauche. Sag mir doch mal einer, wo ich diesen Stempel und wann ich den bekomme. Oder bekomme ich den Stempel von dem... Ich weiß es nicht. Na, wir schauen mal. Wo ist denn noch Platz? Na, hier unten ist ja noch schöner Platz. Da hätte ich die jetzt eigentlich ja auseinanderziehen können, naja. Meine Quality sinkt halt, weil ich auch schon die ganze Zeit nichts mehr produziere. Das heißt, einen so einen Zyklus werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Weil der Pope jetzt auch nach Hause geht. So, dann besorgen wir uns jetzt erstmal Geld. Dann besorgen wir uns jetzt erstmal Kohle in der Kneipe. Und dann ist mein Plan, ein bisschen auf Stein zu gehen. Allerdings muss ich halt gucken, ob ich irgendwo ein paar Simple Iron Parts jetzt dann kaufen kann. Irgendwie noch 5 Stück oder so. Ich habe das Gefühl, das wird recht teuer. Deswegen müssen wir halt mal schauen. Der hat gesagt, es gibt so seine Blume, die gibt es aber im Sumpfgebiet oder so, ne? Ich glaube, er meinte, es gibt im Sumpfgebiet eine Blume.
eine weiße, die ich ihm mitbringen soll. Müssen wir dann halt mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Ey, Esel! Was geht ab? Da 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 da. So. Ich hatte ja beim letzten Mal gefragt, ob ich dem Typen schon den Schädel gegeben habe, aber ich glaube, ich habe ihm den Schädel schon gegeben, weil ich konnte ja dann mit ihm handeln. Also dem anderen noch drei Stück gleich hier. Jawohl, es gibt ordentlich was. Ich kaufe bei dir mal noch hier ein bisschen Pumpkin Soup. Und Lentils. Was war das jetzt für ein Geräusch? Naja, okay. Hätten wir das auch. So, und dann gehe ich mal zum Smeed. Ich weiß nicht, ob der Smeed, ist der auch nachts am Start? Kann ich bei dem auch nachts was kaufen? Nee, doch, da steht er. Baum! Was ist das hier? Graben wir mal was aus. Sieht doch cool aus. Buddensticks. War nur ein Busch. Da brauchen wir Technologien für. So, hey, was geht ab? Hast du zufällig Iron Parts? Ja, hat er sogar. Simple. Und ich brauche, glaube ich, was weiß ich, noch 5 Stück oder so mindestens, ne? Na komm, ich kaufe jetzt erstmal 10, vorsichtshalber. Das bringt uns wenigstens ein bisschen nach vorne. Bald kann ich das alles selber herstellen, dann brauchen wir dich nicht mehr. Mr. Schmied. Ich schätze mal, irgendwann werden wir hier auch irgendwelchen Geistlichen über den Weg laufen und dann... Ich meine, man braucht super viel Energie zum Kämpfen, ne? So kämpfen kostet mega Energy. Einmal aus Versehen die Leertaste gedrückt und zack, stehst du da wie ein nackter Mann ohne Hemd. Mit einem Loch in der Tasche. Und dann bist du richtig blank, das sag ich dir. Dann können alle deinen Schniepi sehen. Manche wollen das natürlich, aber manche eigentlich nicht. Also... Naja... Was soll ich dazu noch sagen? Kreis, sag nichts. Wir wollen den Ofen herstellen. Schauen wir mal, was wir noch so brauchen für so einen hübschen Ofen. Noch ein bisschen mehr Stein und Flitches. Flitches kann ich noch herstellen. Müssten wir eigentlich am Start haben auch, aber... Naja, schauen wir mal hier. Ein bisschen worken. Und noch ein bisschen mehr twerken. Aber obwohl, ich habe vielleicht noch Stein in der Tasche. Schauen wir gleich mal. So, hier habe ich doch noch Steine. Wo sind meine anderen Steine alle hin? So, haben wir das hier. Wo sind all die Steine? Steine, Flitches, rein. Sticks brauche ich eigentlich nur drin für Feuer im Moment. Wobei, die Iron Parts kann ich dann hier auch reinpacken. Echt, da fehlen mir noch 2 Steine. Das gibt's ja nicht. Naja. Finden wir schon. Moment, kann ich dich jetzt eigentlich mal hier drauflegen? Ich dürfte, ja. Der ist schon ein bisschen angelunzt, aber was soll's. Hier, rubbel die Steine und dann geht's ab. So, dala. Endlich! Da. So, wunderschön. Geil. So, noch aufbauen das Ding, ey. Kein Komplett-Set. Mann, Mann, Mann. Ist ja jetzt kein guter Service hier im... Ich weiß gar nicht, ist das jenseits oder was? So, wir können Kohle, Firewood. Kohle haben wir noch nicht, aber wir haben Firewood. Iron Ingot. So, das heißt, wir können hier noch ein bisschen Firewood machen, aber wir haben solche Klötze nicht mehr. Hä, doch klar, ich habe doch einen hier drin, oder nicht? Nee.
Wo habe ich den denn hingetan? Ich hatte noch einen Klotz irgendwo. Da. Machen wir noch ein bisschen Firewood für die Kiste draußen. Ach, keine Energie mehr. Habe ich noch. Ne, Essen habe ich auch nicht mehr. Okay, legen wir uns nochmal eine Runde hin. Und dann muss ich halt mal gucken, ob wir irgendwie den Friedhof schöner kriegen. Beziehungsweise, ne, ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen farmen, oder? Ein bisschen Iron besorgen. Warte, dann mache ich eben das Holz fertig. So. Ein bisschen Firewood können wir hier reinpacken. Plock. So, wunderbar. Schauen wir mal, was hier unten los ist. Corpus Delicti liegt hier rum. Ich kann leider irgendwie Knochen, ich kann alles noch nicht verkaufen. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, das weiter zu verarbeiten. So langsam, aber sicher wird es hier halt auch tight, ne? Wenn man geht da eins hin, da eins. Ne, dann machen wir hier so ein... So einen hübschen Spot. Ja, die Quality wird bald steigen. Die Leute sagen, hey, sein Friedhof sieht ja aus wie Sau. Mein Friedhof ist einfach super cool. Und ihr könnt da nichts gegen tun. Wir müssen dann auch irgendwann mal die Kirche noch irgendwie eröffnen. Zertifikate, Kram. There's nothing there. Aber kriege ich nicht auch, hat er nicht auch gesagt, irgendwie man kann einen Stempel kriegen mit dieser Kiste, die da neben dem Ding ist? Irgendwie kriegen wir den schon. Irgendwie kriegen wir den schon. Vielleicht will ich den illegalen Stempel gar nicht. So, jetzt würde ich gerne mal schauen, ob es hier irgendwo, ich meine, können wir irgendwie... Eisenerz, Kohle, wo kriegen wir das Zeug alles her, ist die Frage. Vielleicht müssen wir da halt mal irgendwie ein bisschen weiter weg von zu Hause. Hier ist überall Sumpfgestein. Guck mal, wir sammeln erstmal hier so ein paar von denen. Weil dann können wir die nämlich alle... So. Ordentlich Green Jelly. Och nö. Ist meine Pickaxe auch noch im Eimer oder was? Das hier ist alles Sumpf. Können wir oben Kohle finden? Hä? Huh. Beziehungsweise, woher kriege ich Eisenerz? Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Das hat mir bestimmt schon irgendeiner erklärt, aber ich weiß es nicht mehr. Pickaxe. Wo ist meine Pickaxe? Ach, da. Zack. Haben wir das auch? Guck mal, da gibt es sogar rote Points für. Oder das da. Das da könnte der graue Stein. Schauen wir den gleich mal an. Aber jetzt will ich das hier... Wenn ich schon angefangen habe, will ich das auch irgendwie... Oh nein, ich habe auch nichts mehr zu freten, Alter. Das heißt, ich muss gleich eh wieder nach Hause. Hier doch Iron Ore. Ja, dann habe ich doch irgendwo schon Iron Ore. Es gibt wieder Facepalms. Ich höre schon wieder Klatschen da draußen. Habe ich das hier reingetan oder was? Ja, da ist es doch. Sehr gut. Schauen wir mal. Craften bitte. Fuel from. Oh, da brauche ich noch mehr Feuerholz. Na gut, da muss ich ja hier noch so einen Klotz machen erstmal. Drei Stück. Es wird nicht reichen, wir müssen uns nochmal schlafen legen, ja. Ich könnte natürlich mal eben schauen, ob ich hier... Ich habe ja eigentlich jede Menge Mehl und Wasser, aber ich habe nicht genug Energie. Dann warten wir mal ab. Och Mann! Ey, ich werf dir in den Fluss, ich sag's euch, ist mir egal. Ist ja unglaublich. So viel Platz hat doch kein Mensch.
So, Fuel from Sticks. Dann machen wir hier erstmal noch ein paar Brote. Ab nach draußen. Haben wir davon noch ein paar. Dann machen wir noch Feuerholz. Ach Mann, 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 es ist, alles Arbeit, ne? Machen wir noch mehr Feuerholz. So, dann packen wir das in die Kiste. So, das kann man auch in die Kiste tun. Schleim bräuchte man drinnen zum Kochen, ne? Stein können wir da rein tun, das können wir da rein tun. Das Fleisch packen wir wieder da rein. Dass das nicht schlecht wird, hä? So, wie viele kann man denn da reinmachen? So, ne, man kann immer nur einen, okay. Okay, okay, okay. Jetzt würde ich gerne mal schauen. So, weil Nägel und so müssen wir dann... Wir müssen ja irgendwie Metall auch bearbeiten, oder? Wooden Planks. Machen wir mal richtig Wooden Plank hier. Wie viel kriegen wir da raus? Eine oder was? Eine nur? Okay. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Da sind Brote, das ist schon mal ganz nice. Jetzt überlege ich gerade, was das hier kostet. Weil dann wären wir schon mal einen dicken Schritt weiter, ne? Simple Iron Parts und Wood Wedges. Wood Wedges habe ich oben. Simple Iron Parts müsste ich mir jetzt irgendwie dann herstellen. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich wieder... Chopping Spot... Nee, das kann ich noch gar nicht machen. Technology Smithing. Ach, da brauche ich das Ding für. Okay, okay. Doch, das kann ich. Das lässt sich easy herstellen. Da brauche ich nämlich nur noch einen so einen Klotzi. Und einen so einen Klotzi kann man ja easy machen. Nee. Hier macht man Klotzis. Ach, siehst du, ich hätte gleich noch den Teig wieder reintun können oben. Ah, so langsam kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu. Hä? Machen wir noch ein bisschen Brot. Holz wird auch immer weniger. Aber ich brauche das hier. Ah, da kann ich es nicht bauen. Warum kann ich es da nicht bauen? Naja, machen wir hier so eine schöne... Dann haben wir hier alles. Dann brauchen wir nicht mehr so weit latschen. So, wir brauchen Nägel, Simple Iron Parts. So, das wird jetzt so ein bisschen dauern. Okay. Boah, für so eine Kiste braucht man schon viel, ne? Aber eine Kiste bringt natürlich was. Wow, wow, wow. Nice. Ziemlich viel Asche. Boah, was? Okay. Müssen wir nochmal hier hin. Nochmal ein Feuerholz machen. Das ist schon frech. Das ist schon frech. Inventar. Essen wir mal hier zwei Brote. Hier muss ich nichts mehr bauen jetzt erstmal. Was wollte ich als nächstes bauen? Wir haben den hier. Ich brauche... Wie viele Iron Parts brauchen wir denn? Ich habe da jetzt gerade so keine Übersicht irgendwie. Wir brauchen 4 Iron Parts und 10 Wood Wedges. Ich glaube, die Wedges habe ich oben drin. Die könnte ich dann schon mal holen. Firewood. Wo sind die denn? Firewood? Da sind die Wood Wedges. So, und dann brauchen wir noch ein paar Iron Parts. Und die machen wir uns jetzt. Die machen wir uns jetzt.
So, das gibt natürlich auch gut Erfahrung. So, dann könnten wir jetzt da unten nämlich schon mal... Dann sind wir auch aus dem Inventar ein bisschen den Kram los. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier. Clear out. Was? Wie viele Iron Parts hat er gemacht? Nur ein? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Na gut, könnten wir eigentlich... Was denn hier? Fuel. Können wir hier noch ein bisschen... Dough. Okay, Mist, der Fuel war jetzt blöd, aber egal. Stickies sind schnell gesammelt. I'm so refreshed, yes. So, dann machen wir direkt erstmal einen Teig und noch ein paar Brote. Oh, guck mal, wir werden besser. Ein bisschen Bread. Sehr schön. Wir wollen noch ein bisschen Iron Parts. Aha, aha, das liegt hier alles draußen rum. Krass, wir müssen irgendwie Kohle besorgen, weil hier so viel Feuerholz zu machen, ist natürlich auch wieder ein Haufen Arbeit. Ist es echt ein Iron Part oder zwei? Das sehen wir jetzt. Oh, jetzt haben wir drei gemacht. Gut. Das kommt dann immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Aber das heißt, wir können demnächst auch mal ein paar Chests machen. Tada! So. Geil. Ist offen. Clear out. Dafür müssen wir schon wieder ein bisschen härter und stärker und besser sein. Da unten ist die Totengräberbude. Oh, ich glaube, uns verfault ein Kadaver vor der Tür, ne? Aber egal, wir schauen jetzt erstmal hier. Was ist das hier für ein Durchgang? Das ist ja der Mega-Durchgang. Wo kommen wir denn da raus? That hatch is closed for now. Okay. Naja, okay. Da geht's nicht weiter. Und dafür habe ich das jetzt gemacht. Dafür habe ich die ganze Arbeit auf mich genommen. Es war ja mal umsonst. Kann ich das hier auseinandernehmen? Ja. Wenigstens ein bisschen was. So. Und wir könnten auch schon wieder ein Level-Up machen. Beziehungsweise halt eine neue Technology erforschen. Das kriegen wir. Wozu ist eigentlich das Tor? Kann man da irgendwie rein? Ist das, hat das was mit Kirche oder so zu tun? Need a key, okay. Dann brauchen wir den Torwächter. Der wird ja irgendwann kommen. Ich bin Zul. Und dann warten wir halt noch auf den Torwächter. So, ein bisschen Brot. Haben wir noch Brot? Ein bisschen mehr Brot. Ein paar Stickies. Hier, Fuel from Firewood. Dafür haben wir auf jeden Fall noch genug. Ja, coole Sache. Das ist alles so Holzkram, Holzkram. Mache ich draußen hin. Schleim kann da rein. Die Grape Seeds packe ich auch erstmal. Haben wir jetzt gekauft. Ne, falls wir später mal brauchen. Ja, ich würde sagen, machen wir Holz. Bisschen Feuerholz, damit wir direkt noch ein paar Eisenbarren machen können. Brauchen wir dann die noch für? Das ist schon ein Haufen Arbeit hier, ne? So ein... Ah, ich muss gleich mal noch was wegschmeißen, fällt mir gerade auf. Hm. Nicht genug Energie. So, weil unsere Feuerholzkiste hier, ne, die hat's ja auch bald hinter sich. Das kann noch mit da rein. Ja, komm, packen wir Sticks auch nochmal mit da rein, falls irgendwas ist. So, um Geld zu machen, müssen wir natürlich Leute begraben. Jetzt ist das Ding... Oh, der fault hier echt schon ein bisschen vor sich hin. Der ist schon ein bisschen gammelig. Wir wollen natürlich auch den Leuten kein Gammelfleisch stempeln hinterher, wenn wir dann mal einen Stempel kriegen sollten irgendwann. Lalalala. Schwupp, auf Wiedersehen. So, viel Spaß im Jenseits, kleiner Kadaver. Ich würde sagen, da eh Nacht ist, legen wir uns jetzt erstmal ein bisschen hin, um Energie zu sammeln. Obwohl, dann crafte ich vorher, dann können wir eh Päuschen machen. Freunde, Päuschen sind immer gut. Hier nochmal ein bisschen
Brot eingesammelt. So, schauen wir mal hier rein. Und in die Technologies. Oh, hier könnten wir dann Sachen selber herstellen. Und hier Complex Iron Parts haben wir bis jetzt noch für nichts gebraucht. Genauso wenig wie Glas. Das heißt, vielleicht gehe ich erstmal wieder auf Stoneworking. Beziehungsweise Mining. Gathering Coal can be extracted from coal veins in the mountains. Okay, das heißt, selbst wenn wir jetzt das Ding... Ja, das müssen wir ja machen. Müssen wir ja machen. Unlock. Aber wir können hier... Rezepte? Da kriegen wir einen Stonecutter. Ich habe... So großen Steinen habe ich ja eh irgendwie noch nicht. Ne? Stone Repair Kit, aber Holz kann ich gerade gar nichts machen. Wie kriege ich das hier? Blueprints... Spiritual Knowledge of the Immaterial World. Okay, das heißt, ich brauche... Da muss ich ein Spiritueller werden. Da müssen wir halt ein paar Spirituosen irgendwie trinken. So, was könnten wir denn hier beim Farming noch besser machen? Transplanting. Place Berry Bush, Brown Castle, Honig, Bienenwachs. Aber dafür müssen wir doch Bienen erstmal gathern können. Ich weiß nicht, für mich lohnt sich das jetzt gerade noch nicht, weil wir noch nicht so viel gathern. Ich würde sagen, wir machen noch Stoneworking. Oh, da haben wir aber einiges geschafft jetzt. So, dann machen wir jetzt eine schöne Speicherrunde, eine kleine. Sexy Hexy. Und Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr Spaß hattet, dann schreibt Spaß. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, ciao!